Okay, wir gehen jetzt, wir erkunden mal kurz das Schimmelgebiet hier. Können wir ja gar nicht abbauen, ne? Ne, können wir nicht abbauen. Hey, Seelenfresser, komm her. Ich hab da was Schönes für dich. Wow! Die Drecksau! Das können wir ja gar nicht abbauen, gell? Oh Mann, diese scheiß Fledermäuse hier, echt. Guck mal. Ich glaub aber nicht. Doch! Oh, Jungs, Mädels, wir sind gleich wieder Matsch. Hilfe! Schnell weg hier. Oh! Nein! Nein! Scheiße! Dann hoffe ich mal, dass wir das schnell hier schaffen. Da sind wir noch zu schwach für, wie ihr seht. Scheiße, ey. Dann schnell zurück. Okay, wir wissen, dass das jetzt von rechts kommt, der Schimmelkack. Ist kein Problem. Komm ich mit klar. Ich muss nur mein Equipment jetzt wieder zurückholen und dann hau mir da schnell ab. Ach du Scheiße, was ein Mist. Komm jetzt. Ah, dich brauche ich jetzt gerade nicht. Unser schönes Equipment. Na komm. Ich glaube, ich muss uns mal einen zweiten Respawn Point machen, definitiv. Boah. Ah, toll. Ah, komm schon. Jetzt sind wir gleich wieder Matsch, oder was? Scheiße. Gibt's da überhaupt nicht? Wäre ja auch mal schön, wenn der mal schneller laufen würde hier. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt an unser Equipment nicht mehr kommen. Ich hoffe, dass das noch schön da bleibt. Mann, jetzt wird's auch schon wieder Nacht. Ah! Na komm, schneller. Ah, das ist natürlich saubehindert, dass jetzt unser ganzes Zeug weg ist. Scheiße. Es fängt gerade so gut an. Ja, toll, jetzt wird's Nacht. Ich baue erstmal kurz ein paar Sandsachen ab. Damit wir wenigstens vielleicht mal ganz kurz die Nacht verbringen können. Ah. Falls alle Stricke reißen sollten, versteht sich natürlich. Falls wir campieren müssen. Aber das passiert halt. Das kann halt mal vorkommen. Scheiße. Nein, ich hab ja vergessen, das geht ja gar nicht. Scheiße. Ich brauche eine Höhle. Ah! Okay, wir müssen hier bleiben erstmal. Weil sonst bringt das nichts. Scheiße, unser schönes Equipment. Geil, dann hole ich uns mal ganz kurz Holz. Kurze Entdeckungstour am Arsch. Scheiße hier. Dann baue ich uns aus Holz gleich mal eine kleine Hütte. Ich baue uns erstmal schnell ein Schwert, dass wir uns wenigstens verteidigen können. So hat das ja keinen Sinn. Komm. Ja, Eisen dürfte in Ordnung sein. Komm, machen wir ein Eisenschwert. Und eine Kupferrüstung kurz. Damit wir wenigstens nicht gleich verrecken.
glaube, ich habe hier aber noch. Ich habe hier doch bestimmt noch. Ah, hier, komm, ich habe hier doch noch ein Silberschwert. Perfekt. Brauche ich das schon mal nicht machen? Ja, komm, das kann weg. Nee, Rüstung habe ich hier sonst nicht, ne? Nee, leider nicht. Macht nix. Mache ich uns schnell nochmal eine. Dann können wir da nämlich doch lang. Okay, Abwehr. Nee, wir brauchen nur... Ah, jetzt habe ich zwei Stück gemacht, oder was? Mann, 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 Mann. Na gut, egal, komm. Scheiß drauf. So, dann haben wir das schon mal. Dann werden wir die Nacht mal kurz hier verbringen nochmal. Nur kurz hier mal die Nacht verbringen. Und was machen wir dann? Dann holen wir das Equipment auf jeden Fall zurück. Ich bringe erstmal das restliche Zeug weg. Ach, das ärgert mich hier jetzt echt. Gut, wunderbar. Das hätten wir. Dann baue ich uns erstmal ein bisschen Holz ab. So. Weil mit Holz bauen wir uns da eine kurze Hütte. Ich mache da... Was mache ich denn da hin? Ich mache da auf jeden Fall eine kleine Hütte hin, da hinten. Dann wird das auch ein Respawn-Point. Geht das eigentlich? Kann man mehrere Respawn-Points machen? Ich bin mir jetzt da gar nicht sicher. Naja, wenigstens, wenigstens haben wir noch ein paar Eicheln, die können wir hier hinsetzen. Ja, perfekt. So, wunderbar. Gebt mir mal eine kurze Sekunde. So. Alles klärchen. So, besten Dank. Können wir uns doch jetzt bestimmt was kochen, ne? Wo ist denn der Kochtopf überhaupt? Ach, da oben! Na toll! Ah, das ist ein Scheiß! Okay, wir können uns doch nichts kochen. Was ist das denn? Flinkheitstrank? Ein Flinkheitstrank, das ist gut. Ich habe keinen Kaktus, scheiße. Okay, dann... Ha. Eine Sternschnuppe, die hole ich. Im Augenblick habe ich die gesehen. So, haben wir noch was weg? Nee, doch, hier. Die schmeiße ich gerade weg. Dann können wir eigentlich Zauber gebrauchen. Weil man hat ja Mana nicht umsonst, oder? So, ist hier noch eine Dingens? Unser schönes Equipment, so eine Scheiße, ey. Ehrlich. Ja, komm, stirb, du Drecksack. Mann, 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 Mann. Wenn jetzt natürlich unser ganzes Equipment weg ist, dann müsste ich doch ein bisschen heulen. Weil das fände ich dann wirklich uncool. So, gegen die Geier können wir uns auf jeden Fall gleich zur Wehr setzen. Was das Problem sein wird, sind diese Sandviecher. Ehrlich. Also ich gehe jetzt schon mal auf jeden Fall ein Stückchen hin. Ach komm, verpiss dich, du Zombie. Ah ja, ich verstehe. Ja, wunderbar. Ja, das ist scheiße mit diesen Augen. Die Krähen sind ja schon schlimm genug, aber die Augen dann noch. Da zusätzlich. Das könnte ziemlich ätzend werden. Na komm. Ist da unten auch ein Zombie oder was? Ja, Tatsache. Sehr gut. Danke für die Kupfermünze. Dann kommst du noch her. Ah, wie viele kommen denn da jetzt noch? Komm her. Besten Dank. Ach, das regt mich auf, echt. 50.000 Mal gestorben wegen so einer Scheiße. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Wobei, hier kommt, wir gehen mal weiter. Komm her. Stopp, du Zombie.
toll. Ja, das war alles ein bisschen blöd. Ich habe vergessen, dass wir uns ja mit Sand gar nicht einbauen können. Ich will gar nicht wissen, wie viele Facepalms ich dafür jetzt bekommen habe, dass ich uns damit einbauen wollte. Eieieiei, ehrlich. Also manchmal... Na, kommt her. Naja, so wird die Nacht wenigstens nicht langweilig. Nee, so wird sie definitiv nicht langweilig. Ich hoffe nur, dass es schnell Tag wird. Ich habe übrigens letztens einen guten Film gesehen. Aber mir ist der Name entfallen. Ach doch, hier, ja. Und zwar habe ich den auf Blu-ray gesehen. Blu-ray. Und zwar The Collector. The Collector ist von, es war der erste Teil. Ich glaube, der zweite kommt jetzt erst noch. Der ist von den Machern von Saw, glaube ich. Da geht es um Killer. Huch. Da geht es um einen Killer, der seine Opfer in ein Haus sperrt mit gespickten Fallen. Also ungefähr wie in Saw 2. Von der Geschichte her ist der Film eigentlich ganz gut. Von den Schauspielern her auch. Ist halt teilweise ein bisschen eklig, aber es ist halt ein 18er Film. Für die Leute, die jetzt schon 18 sind, die können sich den Film gerne mal angucken. Und welchen Film ich mir definitiv angucken werde demnächst, kommt ins Kino, ist The Evil Dead. The Evil Dead, Remake von Tanz der Teufel, scheiße. Also Tanz der Teufel 2013, wie man auch sagt. Da freue ich mich schon riesig drauf. Denn der erste Teil, Tanz der Teufel, das war ja schon ein super Film. Den zweiten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr geguckt. Aber Hammer, also ich freue mich da schon. Ist halt ein ziemlich ekliger Film. Also für die meisten ist das dann auch nichts. Sag ich mal, für meine unter 18-jährigen Zuschauer. Aber für die Leute, die gerne Horror und ein bisschen eklig mögen, sollten sich den Film mal vormerken. Wirklich. So. Noch eine Sternschnuppe, sehr gut. Oh, oh, den nehme ich noch mit. Sehr gut, wir sind fast an unserem Equipment, glaube ich. Ja, wir sind auf jeden Fall schon wieder nah. Ich kann unser Equipment riechen. Also fast zumindest. Es könnte jetzt langsam mal Tag werden. Ich bräuchte mal Licht. Weil so sehe ich nichts. Wenn ich nichts sehe, dann sehe ich nichts. Ein schwarzer Bildschirm habe ich. Ein schwarzer Bildschirm. Ah ja. Ach, Licht. Schön. Was ist denn da unten? Ach, da war ich ja auch schon. So, es wird Tag, ne? Ich glaube, es wird Tag, Jungs, Mädels. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Echt. So. Wenn ich unser Equipment habe, wisst ihr, was wir dann machen? Wir verpissen uns von diesem Ort hier. Wir verpissen uns und kommen hier nie wieder zurück. Okay, doch, das stimmt nicht. Wir kommen auf jeden Fall zurück. Aber nicht jetzt erstmal. Na, scheiße. Kommt her. Kommt her. Das Dschungelfledermaus ist sauschnell. So, wird's jetzt mal Tag oder muss ich da immer noch... Wow, was ist das? Dass ein Schnapper ist, ist uncool. Zumal der scheiße viel Schaden austeilt. Komm schon, weg mit euch. Komm her. Ah, wann wird's denn mal Tag? Hä? Alter, jetzt wird's hier aber langsam. Ne? So, komm her, du Pissbacke. So, besten Dank. Oh, mir tut der Finger weh. Vom ständigen Kloppen hier. So, die Sternschnuppe gehört uns. Da. Oh, zwei Stück. Drei Stück. Eieiei.
Hammer. Was ist das hier eigentlich? Mondscheinsaat, okay. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben wirklich länger Nacht als Tag. Aber es wird wieder, es wird wieder, es wird wieder hell. Sehr schön. Da haben wir es gleich geschafft, Jungs und Mädels. Gott sei Dank, ey.